herzlich willkommen zu meinem monatlichen Aufgebraucht-Video. Ich hoffe, dass es euch gut geht und ihr Lust hier drauf habt, mit mir gemeinsam in meine Aufgebraucht-Kiste reinzugucken. Ich sage euch, welche Produkte mir gefallen haben, welche Produkte ich nicht mehr nachkaufen würde und so weiter. Und es ist Haushalt und Beauty mit dabei, nur dass ihr Bescheid wisst. Und wenn ihr Lust auf das Video habt, würde ich mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Bevor ich jetzt damit beginne, euch meinen Müll zu zeigen, würde ich euch wie immer darum bitten, falls ihr Lust habt, abonniert sehr gerne meinen Kanal. Ich würde mich riesig darüber freuen. Und jetzt legen wir mal los. Ich habe hier wieder eine ganze Kiste voll. Das habe ich jetzt ungefähr 1,5 Monate. Also das ist alles entweder jetzt leer gegangen, zufälligerweise, weil es halt leer ist. Ich habe es schon länger in Anwendung gehabt. Oder es ist halt jetzt in dem Zeitraum leer gegangen. Die Sachen habe ich natürlich nicht alle in 1,5 Monaten aufbrauchen können. Aber es ist schon wieder einiges. Meine Kiste ist wirklich voll. Hier sind viele Produkte drin und ich würde sagen, ja, sucht euch ein ruhiges Plätzchen. Das Video wird wahrscheinlich ein bisschen länger und macht euch was zu trinken und los geht's. Ich werde auch in diesem Video wieder was an euch verlosen. Eine Box habe ich hier, die Lookfantastic Box, und da werde ich Produkte reinpacken. Also da könnt ihr eine von mir gepackte Überraschungsbox gewinnen. Das sage ich euch am Ende aber nochmal, was ihr dafür tun müsst. Ihr solltet auf jeden Fall Abonnent von meinem Kanal sein und dem Video ein Däumchen nach oben da lassen. Und alles andere steht auch nochmal in der Infobox drin, genau. Und ich fange mal jetzt mit einem Produkt an. Das ist vielleicht ganz interessant jetzt um die Jahreszeit, und zwar sind das solche Schuhsohlen bzw. ja Fußsohlen, die kommen in Schuhe rein. Die hatte ich mir vor Monaten mal bei Amazon gekauft, da habe ich jetzt schon mehrere aufgebraucht. Das sind sogenannte Zimtsohlen, also die sind gut für gegen Schweißbildung und so weiter in den Schuhen, unangenehme Gerüche vermindern die, weil halt eben Zimt hier mit drin ist. Also das sind wirklich richtig gute Schuhsohlen und die wollte ich euch hier auch einfach mal zeigen, weil ich die halt jetzt in allen Schuhen fast drin habe und die auch so ein bisschen wärmend sind. Also die sind so ein bisschen dicker und dadurch bekommt man halt ein bisschen wärmere Füße. Die sind echt gut. Also ich habe hier Größe 38 und hier steht auch drauf, wenn man Zimtallergiker ist, soll man darauf verzichten und während der Schwangerschaft soll man auch darauf verzichten. Will ich euch nur so sagen als Information, aber die sind im Sommer kühl und im Winter sind die halt eben wärmend. Das sind richtig gute. Die sind hier von der Marke Navemo. Ich lasse euch mal den Link dazu unten in der Infobox drin. Genau, die habe ich mir, die habe ich schon eigentlich das ganze Jahr, aber ich habe sie euch noch nie gezeigt. Und jetzt habe ich mal gedacht, na gut, ich zeige sie euch einfach mal, weil ich die wirklich gut finde. Und ich bin auch froh, dass ich die hier habe. Deshalb, ja, habe ich es euch gezeigt. Dann habe ich hier einmal Haushalt. Und zwar habe ich einmal das Vollwaschmittel aufgefüllt von Denkmit, von DM, das Summer Rain. Das ist eine Limited Edition. Gibt es aber, glaube ich, immer noch im Shop zu kaufen. Und auch im Geschäft gibt es die. Das riecht so gut. Ich mag das total gern für meine Wäsche. Und da habe ich jetzt auch schon wieder gut die Hälfte aufgebraucht. Das sind je 20 Waschladungen. Kann ich euch sehr empfehlen. Ich finde, das ist ein sehr schönes Vollwaschmittel. Das ist halt eher für weiße Wäsche gedacht, ne? Aber ich finde es sehr gut. Und deshalb habe ich gedacht, zeige ich euch das hier jetzt auch nochmal, dass ich das schon wieder aufgebraucht habe. Also das habe ich jetzt schon mehrmals euch gezeigt. Ich finde es wirklich sehr gut. Dann nochmal was zum Thema Haushalt. Hier einmal vom Action, das Blue Wonder. Und das soll ja sehr gehypt sein. Sehr gut gegen Kalk, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich finde es nicht so gut gegen Kalk. Ich musste immer noch mal mit was anderem dran gehen. Ich bin froh, dass der leer ist, ehrlich gesagt. Das ist günstig, dieser Kalkreiniger, aber ich finde ihn nicht so gut. Ich werde ihn nicht mehr nachkaufen. Ich weiß, dass viele den mögen. Ich mag ihn nicht. Ich habe meinen Kalk damit nicht wegbekommen, leider. Dann habe ich hier einmal ein Deo von Dove. Das ist das Zinkkomplex mit Apfelblütenduft. Das habe ich immer noch mal so zusätzlich oben drauf gegeben, zumindest da, wo nicht meine Wunde ist. Ich habe ja in der Achsel eine Wunde gehabt und konnte dann nur auf der einen Seite Deo benutzen und deshalb hat das ein bisschen länger gedauert, bis das jetzt leer war. Aber der Duft ist ganz angenehm und ich finde, das hat nochmal so einen extra Schutz gegeben. Muss man nicht machen, aber wenn man zum Beispiel sich so ein bisschen auffrischen möchte, dann benutze ich ganz gerne auch nochmal ein Sprühdeo. Ich habe immer ein Sprühdeo offen, aber es ist jetzt nicht, dass ich das nur benutze. Ich benutze ja immer eine Deo-Creme. Das finde ich am besten, ehrlich gesagt. Damit komme ich auch super klar. Das hier ist halt nur einfach mal zusätzlich noch. Finde aber den Duft von Apfelblüte ganz gut. Dann habe ich von Dalton einmal ein Serum aufgebraucht. So eine Probe war das. Also ihr könnt euch bei Dalton diese Proben immer bestellen, ne? Und das sieht halt dann einfach so aus. Ihr habt dann hier so ein Sachet drin. Da könnt ihr euch das dann ausprobieren. Das ist ganz gut. Das hier war das Hyaluron Urea Serum Boost. Und das fand ich richtig gut. Ich benutze
ja die Hyaluroncreme in der leichten Variante, weil ich eine ölige Mischhaut habe. Und ich brauche halt nicht so die reichhaltigen Sachen, das vertrage ich nicht so gut. Und deshalb habe ich die leichte Creme davon. Und dieses Serum hier, dieses Hyaluron-Urea-Serum, ist wirklich gut. Das werde ich auch demnächst mal ausprobieren. Und das ist halt einfach mit so einem Soforteffekt. Man sieht sofort etwas frischer aus und die Haut sieht gut ernährt aus. Also das ist wirklich richtig toll. Und ich kann euch nur als Tipp geben, ihr solltet euch mal bei Dalton so eine Hautberatung geben lassen. Das ist völlig kostenfrei und ihr könnt auf der Seite einfach mal schauen, das scrollt ihr nach unten und da kommt auch schon der Produktfinder und sowas. Und da könnt ihr euch halt eben auch kostenlose Proben bestellen auf der Seite. Da geht ihr einfach in die Suchleiste, gebt Proben ein und dann kommt ihr schon dahin. Die kosten 0 Euro, sind gratis und ihr könnt dann halt den Versand, der kostet 4,90 Euro, euch dann auf die nächste Bestellung mit anrechnen lassen. Also das könnt ihr sehr gerne machen, wenn ihr wollt. Ich bin ein Riesenfan von Dalton und die haben wirklich schöne Sachen. Da habe ich jetzt auch einmal die Hydro Lift Biozellulose Express Maske aufgebraucht. Die war in meiner Goodie Bag drin, die wir auf dem Event bekommen haben. Und ich finde die so gut, diese Maske. Die ist wirklich sehr gut. Die habe ich auch an dem Tag vom Event morgens benutzt. Also wenn ich jetzt was vorhabe und möchte gut aussehen, dann ist diese Maske wirklich die Wahl. Weil die einfach halt so einen Soforteffekt hat. Ne? Man sieht das halt, dass man wirklich schön gesund im Gesicht aussieht. Die Haut ist mit Feuchtigkeit versorgt und ich fühle mich damit auch immer sehr gut, wenn ich die dann drauf habe. Die liegt so schön auf und die ist einfach genial, kann ich euch sehr empfehlen. Die anderen Masken habe ich noch nicht so ausprobiert. Ich habe jetzt auch ein paar hier, da werde ich mich auch mal durchtesten. Also ich habe, glaube ich, die Bubble-Maske schon ausprobiert. Die finde ich auch ganz, ganz toll. Aber diese blaue hier, die ist einfach mega. Dann habe ich einmal Lashes. Die zeige ich euch jetzt auch hier in dem Video, bevor das untergeht. Und zwar hier von Sunny by René. Das sind Lashes, die habe ich jetzt auch gerade drauf. Deshalb habe ich gedacht, passt das ganz gut hier in das Video rein, dass ihr die auch aufgetragen seht. Das sind die On Fleek. Hier seht ihr auch noch die Reste, weil ich schneide immer ein bisschen was ab, weil die bei mir nie ganz passen. Egal welche Lashes, ich muss die immer vorne und hinten ein bisschen kürzen. Ja, und die finde ich eigentlich ganz schön. Ich muss sagen, die sind gar nicht so auffällig, wie man denkt. Die sind so ein bisschen gefächert. Also die sehen wirklich sehr schön aus. Die kann ich euch sehr empfehlen von Sunny Cosmetics bei René. Da habe ich auch noch ein paar hier. Also die sind wirklich gut. Dann habe ich ein Duschgel aufgebraucht und zwar von Soap & Glory. Ich bin verliebt. Ich finde die Marke so geil. Das sind wirklich tolle Produkte. Bekommt ihr bei Douglas, bei Parfüm Dreams. Wo bekommt ihr das noch? Ich überlege gerade, aber ich glaube erstmal nur dort. Da habe ich es auf jeden Fall bestellt und das ist das Bubble in Paradise. Das riecht so gut. Das ist für den Sommer halt richtig genial. Das pflegt die Haut hammermäßig. Das ist wie so eine Creme eigentlich und wenn dann halt das mit Wasser so in Kontakt kommt, dann könnt ihr das schön aufschäumen und die Haut riecht auch danach. Also ich finde das wirklich sehr gut. Auch die Bodylotion davon ist der Hammer und so. Das ist halt eine Marke, bekommt man in Deutschland nicht so, also nicht so überall, ne? Deshalb bei Douglas und bei Parfüm Dreams könnt ihr das shoppen. Das waren 500 Milliliter, das hat mir ewig gehalten, weil das halt so richtig schön sticky ist und ihr braucht da wirklich ganz wenig, um euch einzuseifen. Das ist wirklich, das ist eine tolle Marke, richtig, richtig gut. Dann habe ich von Yepoda wieder Produkte aufgebraucht und zwar einmal The Calm Balm, das ist der Reinigungsbalsam für das Gesicht, um euch abzuschminken. Der ist wirklich super. Ich habe jetzt gerade einen von The Body Shop, den finde ich auch sehr gut, aber The Calm Balm ist auch super. Der ist halt so ein bisschen reichhaltiger, der von Body Shop, der ist so ein bisschen leichter irgendwie, bekommt aber auch sehr gut das Make-up runter. Und hier ist auf jeden Fall, ja, jetzt eins wieder leer geworden, benutze ich regelmäßig. Finde ich super, da ist man abends sehr schnell mit dem Abschminken fertig. Ich finde das klasse. Man gibt sich das halt einfach aufs Gesicht, massiert das ein und dann geht ihr nochmal mit einem Lappen drüber, so ihr gebt ein bisschen Wasser dazu, emulgiert das auf und dann halt nochmal mit einem Waschi oder so drüber gehen oder es gibt auch so Tücher hier, so kleine Waschlappen bei Yepoda, die bekommt ihr meistens bei einer Bestellung mit dazu und da könnt ihr dann neue Make-up prima mit runternehmen. Wenn ich das als Aufnahme habe, blende ich euch das mal hier ein, dann könnt ihr das auch mal sehen, wie schnell das geht. Also das ist wirklich ein wundervolles Produkt, was ich nicht mehr missen möchte. Hier ist halt Olive und Kokosnussöl mit drin und das ist halt auch nochmal sehr pflegend für die Haut. Ich komme damit mit meiner Mischhaut wirklich gut zurecht. Und dann habe ich hier noch einmal The Midnight Magic aufgebraucht. Das ist die Nachtcreme bzw. Nacht
Schlafmaske mit Zika-Extrakt mit drin und Lavendel und die riecht halt nach Lavendel. Und hier muss ich sagen, finde ich auch sehr gut. Die ist sehr reichhaltig, aber für meine Mischhaut nicht zu reichhaltig. Die kann ich euch auch wärmstens empfehlen. Meine Mama hat die auch in Anwendung und ist davon begeistert. Hier ist jetzt noch ein bisschen was unten drin. Das Einzige, was ich hier blöd finde bei diesen Glasflaschen unten, der Rest, den kriegt man meistens nicht so gut raus. Da müsste man die Flasche zertrümmern, um den Rest rauszukriegen. Das finde ich nicht ganz so optimal. Und hier seht ihr das auch, ne? Die ist sehr reichhaltig, sehr cremig. Also das ist keine leichte Creme, die ist halt für die Nacht sehr gut. Und die riecht super nach Lavendel. Also wenn ihr Lavendelduft mögt, werdet ihr diese Creme auch lieben. Wenn ihr es nicht so mögt, dann werdet ihr die Creme nicht so mögen, sage ich euch gleich, weil das halt wirklich intensiv nach Lavendel riecht. Für einen Abend, fürs Schlafen ist das auf jeden Fall sehr gut, weil das nochmal so ein bisschen beruhigt und der Duft steigt ja auch in die Nase und so, finde ich sehr gut. Ich habe momentan einen 30% Rabattcode bei Yepoda. Da bekommt ihr 30% auf das gesamte Sortiment und ihr bekommt noch ein Midnight Magic mit dazu, also diese Nachtmaske bei eurer Bestellung. Da könnt ihr einfach mal gucken. Ihr habt bei Yepoda immer 30 Tage Rückgabegarantie. Das heißt, wenn ihr euch jetzt so ein Set bei Yepoda bestellt, es gibt ja auch Sets dort und ihr kommt damit nicht klar, könnt ihr dorthin schreiben, ihr könnt die Sachen zurückgeben und bekommt euer Geld wieder. Das ist ganz wichtig, dass ich euch das auch nochmal sage, weil viele sich immer nicht trauen, mit Yepoda verträgt das meine Haut. Ihr könnt das wirklich austesten und zurückgeben. Also das ist bei Yepoda auf jeden Fall sehr gut. Und genau, diese mit Night Magic Creme. Ich finde die super für die Nacht. Kann ich euch echt empfehlen, falls ihr da noch irgendwie was sucht, was so ein bisschen eure Haut auch beruhigt und sowas. Hier ist halt dieser Zika-Extrakt auch mit drin. Es ist K-Beauty in einer vereinfachten Form, würde ich sagen, so dass jeder diese K-Beauty-Routine-Schritte ausführen kann. Blendet euch da mal meinen Code ein oder habt euch den schon eingeblendet. Wie gesagt, ich glaube Nicole30 ist der Code und ab einem Mindestbestellwert von 69 Euro bekommt ihr das mit Night Magic mit dazu. Aber das erreicht man ja eigentlich ziemlich schnell. Und dann legt sich das automatisch mit in den Warenkorb rein. Da könnt ihr ja dann einfach mal gucken. Dann habe ich noch ein Duschgel aufgebraucht. Das hatte ich an der Badewanne stehen. Also da habe ich geduscht und gebadet mit. Das ist Miro Magic Femme. Einmal ein parfümiertes Bade- und Duschgel. Fand ich schön vom Geruch. Das war mal in der Pinkbox drin. Hat mir gefallen. Das war so ein schöner sinnlicher Duft irgendwie. So ein bisschen blumig auch und edel hat das gerochen, also das war wirklich schön, hat auch die Haut gut gepflegt, das würde ich mir tatsächlich auch nochmal nachkaufen, aber ich habe so viel Duschgel. Dann ist wieder eine Pflanzenölseife leer geworden, diesen Monat habe ich jetzt von Alverde die nochmal weggemacht, ich glaube ich habe noch ein, zwei Stück von Alverde und ansonsten benutze ich jetzt nur die von Alterra, weil ich die etwas besser finde. Das ist die Bio Velven und die riecht so gut. Das riecht hier noch raus, die riecht so zitronig und lecker und hiermit bekommt ihr halt auch die Pinsel richtig gut sauber, bekommt ihr bei DM, das ist ja die Eigenmarke von DM, also kann ich euch sehr empfehlen. Es pflegt auch die Hände gut, wenn ihr das zum normalen Einseifen verwenden wollt, also ich mache beides für die Hände und für die Pinsel benutze ich das, weil ich meine Pinsel jeden Morgen tatsächlich reinige, nachdem ich sie benutzt habe, weil ich sonst Pickel bekomme. Ja, benutze ich halt ziemlich viel von diesen Seifen. Dann wolltet ihr darüber mal was erfahren und zwar habe ich hier von Jamino einmal das Beauty Collagen aufgebraucht. Das benutze ich eigentlich immer jetzt auch schon ziemlich lang und ich habe jetzt schon die zweite Packung. Das hier ist Kollagen und zwar mit Hyaluronsäure und hier sind Ballaststoffe aus der Chicorée-Wurzel mit drin. Apfelessig ist da drin und das ist Kollagenhydrosylat vom Rind. Schmeckt nicht gut, ist eklig. Ich würge mir das auch runter auf Deutsch gesagt. Das ist wirklich nicht so cool, aber das hilft bei mir für meinen Darm. Ich habe so ein Leaky Gut-Syndrom im Darm, das heißt meine Darmschleimhaut ist löchrig auf Deutsch gesagt und lässt halt, weil die halt einfach nicht mehr so intakt ist und lässt halt eben auch Giftstoffe dann eben in den Körper hinein und das muss ich unbedingt bekämpfen. Genau, und deshalb sollte ich Kollagen zu mir nehmen, hatte meine Ärztin gesagt. Und dann hatte ich mich halt schlau gemacht und bin halt auf dieses Kollagen hier gekommen. Das hat halt eben auch noch Zink und sowas mit drin, Vitamin C, B7 und Apfelessig. Und für mich ist das wirklich sehr, sehr gut. Ich trinke das jeden Morgen. Das ist ein Pulver, das löst man halt einfach im Wasser auf. Ja, genau. Und dann macht ihr einfach einen Esslöffel auf dem Wasserglas und rührt das, das löst sich super schlecht auf. Man muss dann immer noch mal so ein bisschen am Rand vom Glas so ein bisschen entlang gehen, dass sich das auflöst. Es schmeckt, wie gesagt, halt auch eklig. Ich merke aber einen deutlichen Unterschied, wenn ich es nicht nehme. Ich finde, meine Haut kommt das auch zugute. Meine Haut ist besser geworden damit und die ist auch ein bisschen fester geworden tatsächlich, die Haut, weil ab einem gewissen Alter geht die Kollagen, ich glaube, ab 25 sogar schon geht die Kollagenproduktion runter. Und deshalb, wenn man dann so ein bisschen Kollagen hinzufügt, ist das nicht schlecht. Und normalerweise ist Kollagen auch so ein bisschen
Der Körper speichert halt mehr Wasser. Man kann dadurch Wassereinlagerungen bekommen, tatsächlich. Das wusste ich vorher auch nicht. Aber bei diesem hier ist das nicht, weil hier eben Apfelessig mit drin ist, der so ein bisschen entwässernd wirkt. Und deshalb finde ich das hier von Giamino ganz gut. Ich habe jetzt noch kein anderes ausprobiert, weil mir halt überall dieser Apfelessig fehlt. Und Apfelessig ist auch gut für den Darm, ebenso wie die Chicorée-Wurzel, weil das Ballaststoffe bringt. Ja, da wollte ich euch einfach nochmal drüber berichten. Ich finde das ganz toll, kann ich euch sehr empfehlen. Außer halt der Geschmack, das geht gar nicht. Ich bestelle mir das immer bei Amazon, das kostet um die 30 Euro rum und hält mir dann auch so 1-2 Monate. Ich nehme mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger ein. Manchmal vergesse ich es auch, ganz ehrlich, aber ich finde es im Grunde sehr, sehr gut. Für meine Haare habe ich auch was aufgebraucht und zwar Lavish Care Rescue Me. Das ist einmal so ein Spray, das war mal in der Goodiebox mit drin. Das ist ein Leave-In-Conditioner mit Aloe Vera, B5 und Antioxidantien. Ich finde den sehr gut. Der macht die Haare ganz weich, ihr kommt da gut durch mit der Bürste, riecht auch sehr gut, ist nicht beschwerend. Ja, riecht total klasse und ja, ich glaube, ich habe den sogar noch einmal im Backup. Ich hatte den dreimal insgesamt bis jetzt schon und finde ich immer wieder gut. Ich sprühe den jeden Tag rein, einfach unten in die Längen, also nicht so oben rein, sondern einfach unten in die Längen, damit man ein bisschen besser durchkämmen kann, finde ich sehr gut. Dann habe ich hier einmal von Denk mit, das ist das Spülmittel, was es jetzt erst neu gab bei DM, dieser Nachfüllpack und da hatte ich mir auch diese durchsichtige Flasche passend dazu gekauft mit zartem Duft und Kokos und Mandel ist das. Finde ich sehr gut, riecht schön, macht auch sauber und ja, hat einen angenehmen Duft einfach. Das riecht einfach so ein bisschen vanillig, aber trotzdem so ein bisschen nach Spülmittel. Ich finde es angenehm, ich finde es schön, ich finde auch diese Nachfüllpacken hier toll. 500 Milliliter gingen genau in eine Flasche rein. Müsst ihr mal gucken, ob ihr das noch bekommt bei DM oder ob das nur limitiert war. Ich glaube aber, dass es das jetzt immer geben wird. So eine Schlafmaske habe ich auch wieder gemacht. Das ist die Steamy. Die war mal in einer Box jetzt irgendwo nochmal mit drin. Ich glaube, die Box, Pink Box, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall riecht die so ein bisschen nach Jasmin. Das ist so eine selbsterwärmende Augenmaske. Die ist ganz weich. Die könnt ihr euch einfach abends auflegen. Da sind auch solche für die Ohren solche Halter dran, dass ihr das halt einfach auf dem Gesicht habt. Das ist eine Maske, sobald ihr die rausholt aus dieser Verpackung, wird die eben warm. Und das ist super entspannend für die Augen, wenn man viel Bildschirmarbeit hatte oder sowas, dass dann halt eben die Augen sich ein bisschen entspannen. Und hier hatte ich habe mich abends ins Bett gelegt, habe gedacht, jetzt machst du mal diese Maske und bin dann dabei eingeschlafen. Und dann werde ich nachts irgendwann wach und denke mir so, was reißt denn so an meinem Ohr? Und dann war die irgendwie komplett verzogen und hatte mein Ohr so nach vorne gedrückt auf jeden Fall. Ja, hatte ich die dann erstmal runtergemacht. Die hatte meine Augen aber sehr entspannt, so entspannt, dass ich eingeschlafen bin tatsächlich. Deshalb, die finde ich sehr, sehr gut. Dann habe ich einmal von The Body Shop hier die Festive Berry Shower Gel aufgebraucht. Das war mal in der Pinkbox drin. Und da ich jetzt den Adventskalender von The Body Shop ausgepackt hatte, habe ich gedacht, okay, jetzt musst du mal gucken. Du hattest doch, glaube ich, noch ein Duschgel. Und da habe ich das gefunden in meiner Sammlung. Jedenfalls hat mir das ganz gut gefallen. Das riecht halt wirklich so ein bisschen nach Frozen Berry. Ja, es riecht gut. Es riecht eher so ein bisschen nach Johannisbeeren und sowas. Also ich finde den Duft ganz angenehm. Ich fand, das hat auch schön gepflegt. Würde ich mir nachkaufen. Finde ich gut, aber ich würde halt auch gerne mal die anderen Produkte, die anderen Sorten ausprobieren von The Body Shop. Finde ich auf jeden Fall von der Pflegewirkung ganz gut. Dann habe ich eine Meridol aufgebraucht. Die war ursprünglich meinem Freund. Das ist die für weißere Zähne und Zahnfleischschutz. Mein Freund hat die nicht vertragen. Der hat davon trotzdem Zahnfleischprobleme bekommen und dann habe ich sie halt eben einfach aufgebraucht. Würde ich mir nicht nochmal kaufen, weil ich bin nicht so der Meridol-Fan, ehrlich gesagt. Ich habe da andere Sorten, die ich bevorzuge. Und ja, ich habe es aber aufgebraucht, weil ich das nicht wegwerfen wollte. Und da habe ich gesagt, komm, dann benutze ich die halt eben. Jo, einmal Meridol. Meine Spülmaschine habe ich einmal gereinigt mit Domol, der Spülmaschinenhygienereiniger. Finde ich ganz gut. Ich muss aber ehrlich sagen, ich finde den Originalen von... Ja, von dieser blauen Marke, ihr wisst schon, Colgate? Ne, Colgate ist für die Zähne. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall finde ich den Originalen besser hiervon. Jo, es war okay, aber ich fand, die Gerüche hat er nicht ganz so gut wegbekommen, ne, wie der teure eben. Dann habe ich noch ein Spüli aufgebraucht von Priel. Das fand ich super mit Aloe Vera und Apfelblüte. Und hier fand ich toll, dass der oben halt diesen Pumper hat. Klasse, also das ist wirklich gut, weil da kann man einfach den Lappen drunter halten, sich ein bisschen was nehmen. Priel ist eine tolle Marke, aber die sind halt so teuer. Ich kaufe meistens die Eigenmarke von DM und da ist man auch dann ganz gut mit bedient. Ein Bad habe ich gemacht und zwar von L'Occitane, einmal das Lavande, das ist Lavendel, ein Bad gewesen und das hat eine liebe Zuschauerin mir zugeschickt. Sie hat sich die Lavendel-Kollektion bestellt und sie gefällt ihr nicht. Oh, das riecht so gut, das riecht halt wirklich wie frische Lavendel. Einfach genial.
richtig schön, mir hat das so gut gefallen und meine Haut war so weich, das glaubt ihr gerne. Also ich werde mir das auf jeden Fall nachkaufen in einer größeren Packung. Sie hat mir das dann zukommen lassen, weil sie das nicht mochte, den Duft. Und ich habe mich sehr gefreut, weil ich mag L'Occitane allgemein richtig gern. Ja, und da habe ich ein schönes Vollbad genommen, das hat einen schönen Schaum gegeben, hat mir gut gefallen. Richtig toll mit Lavendel abends, das war genial gewesen, kann ich euch nur empfehlen. Straffende Hydrogel-Augen-Patches habe ich gemacht und zwar von Balea mit Rosenwasser und Hyaluron. Und die finde ich gut, die sind schön, also die habe ich jetzt auch schon mehrmals aufgebraucht gehabt, die kann man immer mitnehmen, finde ich, weil die halt eben auch Rosenwasser mit drin haben, ist nochmal so ein bisschen beruhigend auch auf die Haut, ich fand die hier echt gut. Dann habe ich aus einem Adventskalender von Müller einmal hier, weil da hatte ich es ja kaputt gemacht beim Unboxing, Bratapfel, Apfel, Kern, Peeling, Körner, Zuckerpeeling aufgebraucht, das hat so gut gerochen. Meine Güte, das riecht wirklich wie ein süßes Stück Apfelkuchen mit Zucker drauf oder so. Das riecht so gut. Das hat auch schön gepeelt. Also das fand ich echt gut. Wie gesagt, ich musste das aufbrauchen, weil das halt schon offen war. Und da habe ich gedacht, nimmst du das gerade mit ins Bad rein. Noch eine Maske habe ich aufgebraucht. Und zwar von Sisters and Me, die Hydrogel Detox Maske mit Teebaumöl und Gurkenextrakt. Die habe ich zu einem Zeitpunkt benutzt, an dem ich einen Pickelausbruch hatte. Warum auch immer. Ich habe irgendwas benutzt, wovon ich Pickel bekommen habe. Und da habe ich gedacht, nimmst du diese Maske hier mal. Die sind echt immer cool, ne? Und die ist zweigeteilt. Das ist so eine Hydrogelmaske und die hat wirklich meine Poren und so richtig schön gereinigt, würde ich jetzt mal sagen. Also meine Haut war wirklich gedetoxt hier nach und die Pickel waren am nächsten Tag schon viel weniger. Also die sind zurückgegangen, durch das Teebaumöl ist halt diese Entzündung ein bisschen weggegangen. Und dafür finde ich die ganz gut, wenn man so einen Akneausbruch hat, sollte man vielleicht immer so eine zu Hause haben. Ich werde mir die auf jeden Fall nochmal nachholen, weil es gibt nicht so viele Masken, die gegen Pickel wirken. Von Dalton gibt es auch eine, die habe ich jetzt hier aber noch nicht angewendet. Werde ich auch mal austesten, wie die dann so gegen Pickel wirkt. Ne? Übrigens, demnächst habe ich auch eventuell wieder einen Code für Dalton. Da müsst ihr mal die Augen offen halten, falls ihr da irgendwas braucht. Und da werde ich einfach mal gucken, ob die besser ist oder hier die von Sisters and Me. Ich finde die halt von der Verpackung, ich finde die so genial. Die sind so schön gemacht. Dann habe ich noch ein Produkt von Yepoda. Das hätte ich eben auch mal mit beinehmen können. Das habe ich unten drin liegen gehabt. Das ist der Repair Hero. Das ist das Serum mit dem Probiotika und Niacinamide drin. Kennt ihr von mir schon, ist genial, ist wirklich super zur Haut, das ist ein schönes, glitschiges Serum, sag ich mal, hier ist jetzt wirklich kein Tropfen mehr drin, ich habe das wirklich komplett leer gemacht. Das hat einen schönen, angenehmen, leichten Duft und das ist halt eben für abends und morgens. Das ist der Step 4 hier einmal und das kann ich euch auch empfehlen. Das hat mir so gut bei meiner unreinen Haut geholfen, dieses Repair Hero. Und das stärkt halt durch die Probiotika nochmal so ein bisschen die Hautbarriere und sowas. Ich finde, dass die Haut auf jeden Fall hiervon profitiert, von diesem Serum. Deshalb kann ich euch das auch sehr empfehlen. Dann war ich baden gewesen. Das kennt ihr noch aus dem Video von der Frau Beautybox. Das ist das Gentle Bubble Bars von Deodoc. Das ist so speziell für den Intimbereich der Frau gemacht und da habe ich jetzt öfters drin gebadet. Das ist halt, hat einen sehr guten pH-Wert und das riecht auch gut. Also das riecht angenehm, ist nicht zu stark parfümiert, riecht so ein bisschen, ja, hier steht es drauf, nach Pfirsich einfach. Ja, so ein bisschen blumig noch dabei. Es riecht auf jeden Fall so, wie es auch hier drauf steht. Und ich fand das gut. Das hat einen schönen Schaum gemacht, war sanft zur Haut gewesen. Gefällt mir von der Verpackung gut. Würde ich mir nochmal nachkaufen. Hier steht auch das ist ein Ritual, dieses Schaumbad für Geist und Vulva. Also das fand ich wirklich sehr schön. Dann habe ich einmal MAC Lashes, die ich jetzt entsorge. Das sind die Vegan Honey und die sind bei mir leider ausgeflattert überall. Die lösen sich jetzt langsam auf. Seht ihr hier, die verlieren zwischendurch die Härchen und die kommen jetzt so wie die sind einfach in den Müll. Ja, die sind schön. Das sind die veganen, wie gesagt. Es gibt die normale Variante und die vegane Variante. Die habe ich jetzt schon zweimal gehabt, die veganen. Und die finde ich gut. Die lösen sich aber ein bisschen schneller auf, finde ich. Also die halten nicht so lange und so viel aus wie die normalen, ehrlich gesagt. Aber nichtsdestotrotz, ich liebe MAC Lashes. Kann ich jedem von euch empfehlen, dort mal in dem Shop zu schauen. MAC Lashes Berlin heißt die Marke. Und die bekommt ihr halt hier in so einem schönen Magnetcase. Ich finde die klasse. Kann ich euch sehr doll empfehlen. Dann habe ich ein Produkt, was ich mir nicht mehr nachkaufen würde, wovon ich auch ein bisschen enttäuscht bin, und zwar von Thayers, einmal den Facial Toner. Und hier ist irgendwas drin und ich glaube, das ist dieses Witch Hazel, was hier drin ist, was ich nicht so gut vertrage. Hier habe ich nämlich Pickel von bekommen. Das war wirklich schade. Ich finde die Verpackung
Oh, der Duft, das riecht so gut. Das riecht richtig schön nach Gurke. Das ist eine schöne Verpackung. Habe ich im PR zugeschickt bekommen. Ich habe auch noch eine größere Flasche hier, die ohne dieses Cucumber ist. Das werde ich auch nochmal ausprobieren. Aber hiervon habe ich definitiv Pickel bekommen. Ich habe das dann abgesetzt und die Pickel sind weggegangen, komischerweise. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nicht vertrage wegen diesem Witch Hazel, was hier drin ist, weil... ich hatte schon mal ein Produkt von Mario Badescu, hieß das, glaube ich. Da war genau das Gleiche. Habe ich auch mit meiner Haut überhaupt nicht vertragen. Und deshalb glaube ich, dass es dieses Produkt war. Von Drusadi habe ich ein Parfum aufgebraucht. Das riecht so geil. Das werde ich mir irgendwann mal in groß kaufen. Das ist einfach das Drusadi hier, dieses Rosa. Ich weiß nicht, das hat auch keinen Namen. Das riecht so schön. Das riecht so ein bisschen vanillig und orange. Also ganz, ganz toll. Hier ist auch drin, Neroli ist hier drin, Mandarine ist hier drin, Lavendel. Patchouli, also das hier von Drusadi einmal, genial, das hatte ich mal irgendwo mit bei gehabt als Probe und ich bin verliebt. So sieht der Flakon einmal aus, falls ihr daran Interesse habt, das riecht so schön edel. Dann habe ich hier als nächstes einmal von Rituals das Coconut Milk Bad gemacht, das war im Adventskalender drin, hat für ein Vollbad gereicht. Riecht genial, das ist halt diese Ayurveda-Reihe, es hat auch wirklich so gerochen wie diese Ayurveda-Sachen. Ich finde das wirklich gut, das kann man auch in groß halt eben kaufen. Ich würde es mir allerdings nicht kaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. War schön, das jetzt mal gehabt zu haben. Das hat auch wirklich schön gepflegt und hat halt Geist und Körper sozusagen entspannt, weil das halt wirklich so ein Stück Wellness war, ein Stück Luxus, in dem man dann badet. Das so indische Rose ist das, der Duft. Und ich finde es sehr gut. Dann habe ich hier noch einmal Lashes aufgebraucht von Niclay. Das sind die HD Soft Lashes Alani. Die bekommt man jetzt bei Purich. Die waren in der Mystery Box drin von... Purich mit Ellie, also mit der Alicia Marie, und das waren die einmal gewesen. So sehen die aus. Ich finde die total klasse. Die sind ganz weich. Richtig, als würde man so aus einem Salon kommen und hätte sich die Wimpern machen lassen. Ganz, ganz toll, aber auch nur diese hier. Ich finde, dass diese, die man von unten anklebt, die 7 Tage halten sollen, da habe ich euch ja mal ein Video drüber gemacht, die sind Schrott. Kauft die bitte nicht, Leute. Spart euch dieses teure Geld, dieses viele Geld und kauft euch einfach nur die hier zum Ankleben. Die sind wirklich tippitoppi, kann man nett meckern. Sehr schöne Lashes. Ich habe die jetzt noch, also die benutze ich jetzt noch so 2-3 Mal und dann sind die auch schon wieder aus. Ne? Die kann man bis 15 Mal wiederverwenden. Die haben ein schönes, flexibles Bändchen. Also es hält auch ganz gut, muss ich sagen. Jo, ich habe auch den Kleber hiervon von Niclay, finde ich auch gut. Wobei ich sagen muss, der Kleber von Leni Lashes von Cosmetic for Less finde ich sogar besser und der ist günstiger. So, also den Kleber hier braucht man dann auch nicht unbedingt. Würde ich euch jetzt nicht raten, weil der halt auch teurer ist. Kauft einfach den von Leni Lashes. Da seid ihr besser mit bedient. Dann habe ich eine Kerze, die hatte ich mal von einer lieben Zuschauerin bekommen, aufgebraucht. Die hat ein bisschen gerußt, seht ihr, ne? Und die ist auch nicht ganz unten abgebrannt. Der Docht ist allerdings, also ich kann die nicht mehr anmachen. Der letzte Rest, der hier drin ist, werde ich dann entsorgen. Hat so ein bisschen blumig gerochen, fand ich ganz schön. Das Glas war auch schön, aber wie gesagt, hat gerußt. Ich weiß nicht, von Rubinlicht, ich glaube, das war mal aus dem Rossmann gewesen. Genau, hier steht es auch drauf, Rossmann, also ja. Sind diese einfachen Gläser. So, jetzt war mein Akku gerade leer. Auf jeden Fall machen wir mal weiter mit dem nächsten Produkt. Ich habe hier von Urban Decay einmal den All Nighter, das Setting Spray aufgebraucht. Finde ich sehr gut. Ich habe jetzt gerade das Professional, heißt es, glaube ich, von Benefit. Das finde ich auch wirklich gut. Also das hält auch toll. Das Urban Decay ist halt wirklich, da ist Zuverlässigkeit wirklich groß geschrieben, weil ich finde, wenn man das drauf hat, hält das Make-up wirklich länger. Das hält gut. Und das würde ich jetzt zum Beispiel für eine Hochzeit oder für einen Geburtstag oder so, wenn man wirklich ein paar Stunden gut aussehen möchte und das Make-up nicht verrutschen soll, anwenden. Ich finde das wirklich gut. Das gibt es ganz oft auch mal im Angebot. Ich hatte das auch mal in so einem Doppelpack gekauft und ja, kann ich euch sehr empfehlen. Urban Decay All Nighter. Dekorative Sachen sind auch noch ein paar leer geworden und zwar von Benefit einmal den Hula Bronzer. Das ist aber der Mini. 4 Gramm waren das gewesen. 40 Gramm, mein Gott. Der ist leer geworden. Sieht einmal so aus und hier in den Ecken sieht man, ist noch so ein bisschen was drin. Da komme ich halt wirklich nicht dran. Ich hatte da schon ein bisschen was rausgekratzt. Den finde ich wirklich gut. Den habe ich so oft verwendet schon. Also der hat wirklich einen schönen Ton. Der ist halt einfach sehr teuer. Ne? Ich würde mir den nachkaufen, allerdings, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe so viele Bronzer, ich würde mir den jetzt nicht direkt unbedingt nachkaufen gehen.
Wenn ich ihn jetzt irgendwo mit drin hätte, würde ich mich freuen. Aber ansonsten, ich habe den, glaube ich, auch noch einmal im Backup. Der ist halt schön matt, finde ich. Der hat einen schönen Ton. Der ist so eine Mischung aus Kontur und Bronzer, finde ich. Ich finde, den kann man halt auch schön für Kontur oder so verwenden. Der ist wirklich schön. Ich finde, dass der sich lohnt. Und ich finde auch, dass der Mini ausreicht. Man braucht ja nicht unbedingt den großen. Hier finde ich aber den großen Nachteil. Mit dem Pinsel kommt man nicht gut rein. Ich habe meistens große Bronzerpinsel. Und das ist immer ein Akt gewesen, hier reinzukommen. Aber ich bin so stolz auf mich, dass ich den leer gemacht habe. Weil ich habe den wirklich kontinuierlich immer und immer wieder verwendet. Und jetzt ist er leer, Gott sei Dank. Dann habe ich eine Bodylotion, die Sol Janeiro Bomb Dia Bright Cream aufgebraucht. Das ist die kleine Orangen und die riecht himmlisch. Also die ganzen Sol de Janeiro Sachen liebe ich und die riecht nochmal besonders gut. Die hat so ein bisschen so einen vanilligen Duft, würde ich sagen. Ganz, ganz toll. Und die pflegt die Haut. Meine Güte, ist die gut. Ich finde, das gibt wirklich eine ganz zarte, weiche und super geschmeidige Haut. Das fühlt sich so seidig an. Ich habe die hauptsächlich halt so für oben, für die Schultern und so verwendet, damit ich da von dem Duft halt auch was habe, weil der Duft ist genial, ne? Ein Body Scrub habe ich aufgebraucht und zwar von Stella Maris, das ist Nummer 12 Amsterdam, fand ich jetzt ganz normal. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass dafür, dass das so eine teure Marke ist, das war mal irgendwo in der Goodiebox mit drin, würde mir das nicht nachkaufen. Ich fand die peelende Wirkung hiervon nicht gut genug, ich fand den Duft nicht gut, alles in allem ein Produkt, was ich nicht mehr nachkaufen würde, weil es halt auch so teuer ist. 75 Milliliter, das ist eine Marke aus Amsterdam. Schlecht war das jetzt halt nicht gewesen, ne? So, und dann habe ich hier noch eine Dusche aufgebraucht von Yves Rocher, die war auch aus dem Adventskalender, das ist die Karité Wonderful Shea Dusche gewesen, sehr, sehr gut. Oh, das riecht so gut. Die hat einen ganz tollen Duft und die war halt so cremig gewesen. Wie als würde man sich eincremen, auch schön, aber ich habe schon wieder gemerkt, die Yves Rocher Produkte vertrage ich auf meiner Haut nicht so gut. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das an den ätherischen Ölen oder sowas hier dran liegt. Ich vertrage auf jeden Fall die Yves Rocher Sachen nicht so gut. Ich merke, dass meine Haut davon sehr schnell wieder austrocknet und ich würde mir das Produkt hier tatsächlich nicht nachkaufen. Es ist zwar schön in der Anwendung, es ist auch schön, wenn man das dann anwendet kurz danach, aber die Haut ist halt nachhaltig hiervon irgendwie so gar nicht gepflegt, deshalb ein Duschöl ist auch leer geworden von Rituals und zwar Holy Lotus and White Tea, die Karma-Reihe. Das ist ein Duschöl, das hatte ich jetzt Ewigkeiten in der Dusche stehen. Habe ich immer nur verwendet, wenn meine Haut halt extrem trocken war. Das gibt der Haut schön viel Feuchtigkeit. Das ist halt ein Duschöl, was so ein bisschen milchig wird, wenn ihr das auftragt und emulgiert das so ein bisschen mit Wasser auf. Der Duft ist genial. Also ich fand den Duft hiervon richtig toll. Das hatte ich mal irgendwann gratis bei einer Bestellung mit dabei und habe ich mich sehr gefreut. Ist halt so ein Stück Luxus, ne? Rituals ist total Luxus im Bad, finde ich. Und der Duft ist schön. Ich mag ja alle Rituals-Düfte gerne. Es gibt keinen, den ich nicht mag. Ich weiß, dass ganz viele den Ritual of Meer nicht mögen. Aber der Meer ist jetzt zum Beispiel auch für die Weihnachtszeit, Winterzeit sehr schön. Ja, das hat mir gut gefallen. Würde ich mir wieder nachkaufen. Für die Haare habe ich von L'Occitane einmal, das musste ich direkt anwenden, aus im Adventskalender so ein kleines Set aufgebraucht. Das ist das 5 Oils Shampoo und Conditioner und das ist wirklich schön. Pflegt die Haare ganz toll. Die Haare riechen gut, die Haare liegen gut und ja, das ist wirklich eine schöne Reihe. Allerdings war hier halt echt nicht viel drin. 35 Milliliter pro war in dem Adventskalender. Ich kann euch den Kalender sehr empfehlen, weil ihr euch dann halt mal durch das Sortiment von L'Occitane auch durchtesten könnt. L'Occitane ist eine Marke, brenne ich auch für, finde ich richtig gut, ehrlich gesagt. Die haben schöne Produkte, schöne Düfte, vor allen Dingen die Düfte sind der Hammer. Wenn ihr mal in so eine Boutique kommt von L'Occitane, riecht euch mal durch, lasst euch die Sachen mal auftragen, lasst euch mal eine Handcreme auftragen oder so, ihr werdet es lieben. Dann habe ich von Clorant einmal die Total Eye Hydrate Augencreme als Probe aufgebraucht. Was soll ich sagen, die hat schön gepflegt, aber die hat mir gebrannt. Also die hat wirklich gebrannt unter meinen Augen. Hier ist irgendwas drin, was ich nicht vertrage, deshalb die würde ich mir natürlich dann nicht nachkaufen. Dann habe ich einmal hier von Allure London die Lashes aufgemacht. Das sind die drei Viertel, das sind die Lashes, die nur hinten aufgeklebt werden. Ja, die machen dann halt so einen ganz natürlichen Look. Die sieht man kaum, aber dadurch hat man halt ein bisschen dichtere Wimpern. Das sieht sehr schön aus. Die habe ich noch in hundertfacher Ausführung, dank euch im
Backup. Ich liebe die einfach und die sind halt öfters mal in Boxen oder so drin. Deshalb, ich freue mich immer, wenn ich dieses Modell irgendwo mit drin habe. Die sind klasse, die brauche ich nicht kürzen. Die sind genial, die fallen halt auch überhaupt nicht auf. Hier steht auch drauf No Trim und deshalb finde ich die auch sehr gut. Dann habe ich ein Haargel. Das ist mein Haargel, was ich immer nachkaufe von Got2Be. Das muss ich aber leider entsorgen. Schaut mal, das ist mir komplett eingetrocknet. Das ist so eine Modeling-Paste, wo man halt einfach, also das ist kein richtiges Gel, sondern so eine Styling-Creme eher. Ich benutze die immer. Ich habe die heute auch drin, dann, dass meine Haare halt irgendwo so ein bisschen auch bleiben. Wo sie sind, benutze ich immer so eine kleine Fingerspitze und verreibe mir das dann halt in den Haaren. Also ich finde das hier auf jeden Fall sehr gut. Ich habe mir das jetzt auch schon nachgekauft. Bei Rossmann gibt es das und auch bei DM. Ich finde das toll, aber leider ist mir halt der Rest eingetrocknet. Ich habe es nicht schnell genug aufgebraucht bekommen. Dafür, dass ich immer nur so ein bisschen verwende, hält die halt, ja, die hält halt nicht so lang, weil die halt austrocknet irgendwann. Aber ich habe die bestimmt jetzt schon 1,5 Jahre oder so offen gehabt. Deshalb ist das auch nicht so schlimm. Habe ich mir sie halt neu gekauft von Got2Be. Dann habe ich eine sehr teure Maske gemacht und zwar von Secret. Die war mal aus der Mia-Box gewesen. Übrigens, die Mia-Box, Leute, ich zeige euch die nicht mehr. Ich war irgendwie enttäuscht von den letzten Boxen und ich hatte mich jetzt noch mit der Katrin von Katrins Welt darüber unterhalten und sie sagt auch, nee, die Mia-Box war irgendwie uninteressant geworden. Auf jeden Fall waren da auch immer mal Produkte von Secret drin und das ist ja eine sehr teure Marke. Und das war eine Whitening and Anti-Wrinkle Mask. Also die sollte das Gesicht so ein bisschen aufhellen und gegen Falten wirken. Ich fand die sehr angenehm, aber ich habe jetzt keinen deutlichen Unterschied irgendwie feststellen können, muss ich euch ehrlich sagen. Das ist eine koreanische Maske anscheinend, made in Korea. Ja, ist nichts Besonderes. Also die ist jetzt nicht so toll gewesen, dass ich hierfür, ich glaube, die kostet 35 Euro oder so, ausgeben müsste, um mir die neu zu kaufen. Dann kaufe ich mir lieber eine von Dalton und die hat auf jeden Fall eine Wirkung. Und ja, also ich war ganz cool, mal so eine teure Maske zu machen. Man fühlt sich einfach luxuriös in dem Moment, aber ich würde sie mir jetzt nicht nachkaufen. Von Mio, das ist von Look Fantastic aus einer Box gewesen, habe ich einmal die Future Proof Body Butter aufgebraucht. Die ist krass. Also das ist eine krasse Body Butter, die gibt so viel Feuchtigkeit, die Haut ist mehrere Tage total weich davon. Das war halt so eine Probepackung, 30 Milliliter. Habe ich relativ schnell aufgebraucht und würde ich mir nachkaufen, weil die wirklich intensiv ist. Also die ist wirklich intensiv und pflegt total gut. Dann habe ich endlich aufgebraucht, mein Gott, von Avant den Reiniger fürs Gesicht. Das ist der Glänzer, das Cleansing Gel Blue Volcanic Stone. Das ist so ein bisschen, soll bei Pickeln und so auch ganz gut helfen. Antioxidantien hat das mit drin, ist halt so ein blaues Reinigungsgel. Oh, ich mag es nicht, ich mag es einfach nicht. Ich habe es noch einmal in groß hier, es war ja in meiner amerikanischen Box drin gewesen, die ich mal bestellt habe. Ich glaube, ich werde das abgeben. Ganz ehrlich, es ist so teuer und es ist nicht so gut. Und ich habe meine Reinigungsprodukte von Dalton und von Yepoda und damit bin ich sehr zufrieden. Und deshalb, ich würde mir das niemals nachkaufen, weil halt diese 50 Milliliter hier, glaube ich, schon so teuer sind. Habe ich halt jetzt mal gehabt, fand ich nicht so gut. Ganz ehrlich, nee. Von Miss Curly Wax habe ich einmal das Dorf Dupe aufgebraucht. Das sind diese Wachsmelts, die sie herstellt. Das ist ja unsere liebe Jenny aus dem Trash Wander Paket. Und sie hat so geile Düfte in ihrem Shop. Schaut da unbedingt mal vorbei. Ich lasse euch den Link dazu auch in der Infobox. Ich hoffe, ich schaffe das, euch die ganzen Sachen zu verlinken. Mein Gott, das ist ein kleiner Duftgruß gewesen. Das hatten wir in dem Trash Wander Paket mit drin. Und das ist halt eben so ein Dorf Dupe gewesen. Das riecht so schön. Das riecht wirklich wie Dorf. Total geil. Ich hatte das hier vorne im Flur an und mein Flur hat so gut gerochen danach. Also da schaut mal unbedingt vorbei. Sie macht das alles selber, handmade und gibt sich so viel Mühe dabei. Müsst ihr unbedingt mal schauen. Total klasse. Ich lasse euch das oder schreibe euch das hier rein, wie ihr auf die Seite halt eben kommt. Augenpatches habe ich auch nochmal gemacht und zwar von Shames, die Hanf Chill Out Patches. Und ich muss ehrlich sagen, das hier sind die, die noch nicht so verlängert worden sind, weil es gibt ja jetzt welche von denen, die haben die neu gemacht. Die gehen ein bisschen weiter hoch und die halten dann auch besser. Die rutschen nicht so runter. Hier diese Chill Out, die sind leider bei mir auch runtergerutscht und das war super nervig, aber die Pflegewirkung war gut und hier steht auch bis zu 134% mehr Feuchtigkeit. Ich fand die schon gut, nur halt, da muss man liegen. Da darf man nicht aufstehen und nix, weil sobald man aufsteht, rutscht das alles runter und ja, keine Ahnung, die sind nicht so praktisch irgendwie. Welche aber extrem praktisch sind, das sind hier die von Dalton. Das sind die Hydrogel-Patches, die sind auch ein bisschen neu gemacht worden, also die sind überarbeitet worden und die könnt ihr einfach stundenlang hier unterm Auge drauf lassen. Ich habe die, glaube ich, schon 2 Stunden oder so drauf gehabt. Die sind mit Plankton, Rotalge und Hyaluron.
und Panthenol. Und die lässt ihr normalerweise 15 Minuten drauf. Die haben auch keine Duftstoffe oder so mit drin. Und die sind hauchdünn. Die liegen wirklich schön unterm Auge. Und die, wo ihr die hinplatziert, da bleiben die auch. Die fallen auch kaum auf. Also die könnt ihr wirklich ganz lange drauf lassen. Meine Katze ist wieder hier. Und ja, das ist wirklich, das sind tolle Augenpatches. Kann ich euch sehr empfehlen. Bekommt ihr halt auch bei Dalton. Kurz mal die Katze gucken. Euch hat das beim letzten Mal so gut gefallen, dass ich sie kurz gezeigt habe. Und ich zeige sie euch noch mal kurz. Sie will hier auf ihrem Platz. Ne? Ich sitze auf ihrem Stuhl drauf und da will sie jetzt hier gucken. Ja, und in der Zeit sitzt sie dann immer hier auf dem Schreibtisch und guckt dann, was ich hier so mache. Gell? Die ist müde, die möchte, glaube ich, schlafen. Naja, auf jeden Fall habt ihr sie dann auch noch mal kurz gesehen. Dann habe ich eine Foundation aufgebraucht und zwar von Armani. Das ist die Luminous Silk Foundation. Ich finde die geil. Ich finde die richtig gut. Die ist halt allerdings nicht so ganz geeignet bei einer öligen Mischhaut. Ich finde, die schwimmt so ein bisschen weg auf dem Gesicht. Man muss die sehr gut abpudern. Wenn ihr eine trockene Haut habt, kann ich mir vorstellen, dass die sehr gut ist. Die gibt viel Feuchtigkeit nochmal ab. Ist eine super schöne Foundation. Ich habe hier die Farbe 4 und ich finde die einfach toll. Die ist vom Auftragen toll. Die sitzt auch so ganz gut, wenn wirklich Puder drauf ist. Ohne Puder kann ich sie gar nicht verwenden, also weil die halt eben nicht matt ist, sondern so luminous und die gibt halt Feuchtigkeit. Ist eine sehr, also ein sehr schöner Farbton, finde ich hier. Jetzt hat sie sich da auf dem Kissen gesetzt. Also sie sitzt jetzt auf ihrem Platz. Sie hat jetzt alles gesucht, wo sie hin kann. Ich bin auch gleich schon fertig. Es dauert nicht mehr lang, dann kann die Katze auf ihren Platz. Naja, auf jeden Fall finde ich diese Foundation wirklich gut. Die lohnt sich, die ist jeden Cent wert. Ich habe sie so lange gehabt. Die ist auch von der Konsistenz so ein bisschen flüssiger und leichter liegt die auf der Haut. Die ist nicht so sticky. Und ja, wenn man da seinen richtigen Hautton gefunden hat für diese Foundation, ist die wirklich gut. Ich habe die auch nochmal. Hier muss ich gestehen, ich habe mir die nochmal gekauft, weil ich die halt einfach so gut finde. Dann habe ich ein Öl fürs Gesicht aufgebraucht. Und zwar das Emma Hardy Brilliance Facial Oil. Das waren nur 5 Milliliter. Das ist ein Öl, Leute. Das ist ja so gut. Das war mal in der Box drin. Das ist ein so weiches Öl. Das gibt eine geschmeidige, weiche Haut. Das fühlt sich einfach toll an, das abends aufzutragen. Das Öl natürlich auch so ein bisschen, also das fettet so ein bisschen. Es zieht nicht so gut ein, finde ich, aber das pflegt halt die Haut ganz toll. Ich habe mir jetzt hier mal so ein bisschen aufgetragen, es ist einfach so weich und das gefällt mir als Gesichtsöl wirklich gut. Es riecht auch ganz, ganz leicht, so ein bisschen mini parfümiert, würde ich sagen. Nicht so direkt für empfindliche Haut geeignet, denke ich mal. Ich hatte das halt irgendwo mit drin und ich habe das auch nochmal hier, weil das jetzt nochmal irgendwo drin war. Deshalb, da freue ich mich immer. Das kommt halt mit einer Pipette. In groß ist das sicherlich sehr, sehr teuer, vermute ich mal. Ich würde es mir jetzt nicht in groß kaufen. Es war halt mal irgendwo mit drin, aber ich finde es gut. Aus den Adventskalendern habe ich schon 2 Kerzen von Rituals aufgebraucht. Die Kerzen, wie gesagt, von Rituals, das habe ich euch schon öfters gesagt, finde ich nicht ganz so gut, weil ich finde, die riechen nicht so stark. Das ist einmal die Vanille gewesen und die Savage Garden aus dieser Private Collection sind diesmal gut abgebrannt. Also ich hatte schon welche von Rituals, die sind nicht gut abgebrannt. Die hier sind super runtergegangen. Ja, man riecht das halt jetzt selbst hier in dem Glas rieche ich das kaum noch. Also die haben kaum Duft versprüht, würde ich sagen. Also die sind nicht ganz so. Also ich finde die nicht so gut, dass ich mir die nachkaufen würde, ehrlich gesagt. Nee, die riechen zwar so, wenn die neu sind und noch nicht angezündet, riechen die halt total gut. Aber sobald man die halt anzündet, finde ich, ist der Duft irgendwie weg. Noch ein dekoratives Produkt, Leute, von Love Cosmetics. Und wo wir jetzt gerade bei Love Cosmetics sind, können wir mal bitte kurz drüber reden, dass Love Cosmetics aufhört. Ich finde das so schade. Die haben so tolle Sachen, wie zum Beispiel dieses Set and Refresh Puder. Ich finde es so gut und die hören einfach auf. Also ich verstehe das gar nicht, warum. Die haben ja auch geschrieben, dass sich das nicht mehr gelohnt hat, dass die Marke ist nicht mehr angenommen worden, warum auch immer. Ich finde es einfach schade, dass sie jetzt aufhören. Ich glaube, zum 1.11. war das jetzt sogar schon, also wenn das Video online geht, glaube ich, hört Love jetzt auf. Ja, das Puder, ich liebe das. Ich habe das auch nochmal im Backup hier zum Glück. Sonst hätte ich mir es jetzt nochmal gekauft. Das ist das Cooling Effekt Puder. Ich habe es nur gerade mal aufgemacht. Das hat ein Netz mit drin hier oben. Und ich liebe ja alle Puder, die solche Netze haben, weil man das halt so schön dosieren kann mit einem Pinsel. Und das ist so ein bisschen leicht getönt. Ich weiß nicht, ob ihr das noch seht. Das ist so ein bisschen Peach-Farben. Jedenfalls fühlt sich das immer so an, als hätte man so einen kalten Pinsel. Also man, das kühlt richtig beim Auftragen. Das kühlt natürlich nicht den ganzen Tag, nur beim Auftragen. Aber es fühlt sich an, als wäre es so ein bisschen nass. Und das ist ganz fein gemahlen. Aber gut, was erzähle ich euch? Das Puder gibt es eh nicht mehr.
enthält Wasser, steht hier auch einmal drauf. Ja, das Puder gibt es leider eh nicht mehr. Super schade für Love Cosmetics. Es tut mir sehr leid, weil ich die Marke sehr gerne mag. Und ich hatte mich schon gewundert, warum dieses Jahr kein Adventskalender kommt. Aber das wird der Grund dafür gewesen sein. Naja, jedenfalls goodbye Love. Mir haben die Produkte gut gefallen. Ich habe mir auch öfters welche gekauft davon. Deshalb, ich verstehe gar nicht, dass das gar nicht angenommen wurde. Naja, wir machen weiter mit dem nächsten Produkt. Ich habe hier von Philip Kingsley einmal den Elasticizer Booster, heißt der, glaube ich. Das ist ein Conditioner gewesen. War eine Einmalanwendung für mich, für meine langen Haare. Ja, finde ich gut. Ich habe das nochmal im Backup. Ich würde mir den auch in groß kaufen. Ich finde Philip Kingsley wirklich gut. Ich finde Philip Kingsley sogar noch ein bisschen besser wie Olaplex. Ja, und das ist ja so ein bisschen halt, das soll die Haarstruktur wieder aufbauen, wie Olaplex halt ähnlich. Und also ich finde, die hier pflegen ein bisschen besser von Philip Kingsley, die Produkte, wie die von Olaplex. Kann aber sein, ich habe keine Ahnung, dass die von Olaplex wirklich ein bisschen mehr für die Haarstruktur machen. Heute habe ich auch Olaplex verwendet, also die Haarkur von Olaplex, die Nummer 8. Und ich finde, die Haare sind eigentlich ganz schön, ne? Also dafür, dass die jetzt halt blondiert sind, die sind halt unten ziemlich angegriffen dadurch. Benutze ich halt gern Olaplex oder sowas dann halt in den Längen. Von Miss Curly Wax habe ich natürlich noch eins aufgebraucht. Jetzt ist ja wieder die Zeit, wo man die Duftlampen, die Kerzen und so weiter alles anmacht, ne? Und das war einmal Black Vanilla. Hat mir auch gut gefallen. Riecht so ein bisschen, ja, riecht schon nach Vanille, aber so, ich weiß nicht, was da noch mit drin ist. So ein bisschen eine würzige Vanille, würde ich sagen. Hat mir auch gut gefallen, Black Vanilla. Dann habe ich einmal ein Serum aufgebracht von E-Cooking. Das hatte ich irgendwann mal aufgemacht. Ich muss das jetzt mal fertig anwenden, damit ich nichts wegwerfen muss. Deshalb benutze ich immer so ein bisschen durcheinander meistens. Das war das Vitamin C Serum und das finde ich von E-Cooking wirklich gut. Das hilft auch, wenn ich so ein bisschen Pickel habe und so. Da werden die Pickel schnell gemindert mit. Das ist ein sehr schönes Serum, sehr leicht auf der Haut und ja, hat so keinen direkten Duft. Das pflegt halt die Haut auch nochmal schön und hält auch meiner Meinung nach die Haut so ein kleines bisschen auf, wenn man so Pigmentstörungen und sowas hat. Also das hier finde ich wirklich gut, dieses Serum von E-Cooking, muss ich echt sagen. Wir nähern uns dem Ende. Ich habe jetzt hier noch einmal, das habe ich jetzt hoch und runter benutzt. Ich habe den jetzt heute nicht drauf. Heute habe ich einen von L'Oreal drauf, einen Augenbrauenstift. Das ist der Eyebrow Pencil Dark Brown Shape Me von Banana Beauty. Diese Farbe hier, das ist, welche Farbe war das? Dark Brown, genau. Passt bei mir perfekt. Das ist wirklich eine gute Farbe. Ich sehe das hier auch schon an dem Stift. So sieht das dann halt auch aus. Und bei mir passt das wirklich genial gut. Diese Farbe hier ist noch ein ganz kleines Mini bisschen, wo ich euch den Farbton mal zeigen kann, weil das ist so ein schönes aschiges Braun, schaut mal. Und das ist wirklich die Farbe, die ich brauche. Dieser Stift, der darf niemals aus dem Sortiment rausgehen. Ich habe den, glaube ich, noch einmal hier zu Hause. Der ist wirklich gut, kann ich euch sehr empfehlen. Ich mag den. Ich mag aber auch den von L'Oreal. Chateau heißt da irgendwie meine Farbe, keine Ahnung, auf jeden Fall. Den hier und den von L'Oreal passt bei mir farblich perfekt an die Augenbraue. Ich liebe den. Eine Zahncreme. Und zwar, die war auch aus dem Adventskalender von Marvel. Ist einmal die Cinnamon Mint Zahncreme, finde ich sehr gut. Ja, ich weiß, ihr mögt die nicht und ich weiß, dass sie auch nicht unbedingt von Zahnärzten empfohlen ist. Ich liebe aber diese Zimtsorte hier. Alle anderen brauche ich jetzt auch nicht unbedingt, aber diese Zimt hier, die ist schon einmalig. Dann habe ich noch aufgebraucht von Clarins einmal die, also so eine Brustpflege. Für die Brust ist das, das war eine Probe. Hier oben fürs Dekolleté. Also ich habe tatsächlich auch überlegt, ob ich mir die nachkaufe, aber nee, es ist, ich habe ja Bodylotion da und die ist wirklich gut. Von unten am Brustansatz über die ganze Brüste bis zum Kinn auftragen. Das ist wirklich hier so eine Dekolleté- und Brustcreme. Ich fand die gut. Ich fand, dass die auch was gemacht hat. Ich habe die so 2-3 Mal angewendet, bis die dann halt leer war, ne? Und die ist gut. Das ist die Busty Beauty Firming Lotion von Clarins, falls ihr euch dafür interessieren solltet. Also die ist schon gut, wenn ich die mal irgendwann im Angebot oder so bekomme, kaufe ich mir die, glaube ich mal. Dann habe ich auch von Clarins, das war ebenfalls halt mal irgendwo mit dabei, auch eine Augencreme. Das ist die Total Eye Smooth Cream und die hat überhaupt nicht gebrannt an meinen Augen. Die ist wirklich sehr gut. Die ist so ein bisschen leicht getönt. Die hält auch nochmal so ein bisschen auf. Hier ist noch so ein mini bisschen drin. Ja, die ist total weich. Die zeichnet auch so ein bisschen weich und
unter den Augen, finde ich. Also gerade wenn man so ein bisschen Fältchen oder sowas hat. Also die finde ich wirklich gut. Die blaue hat mir gar nicht gefallen. Die hier würde ich mir tatsächlich kaufen. Ich halte euch die mal in die Kamera rein. Falls ihr Interesse daran habt, dass ihr euch die eventuell kaufen könnt, die kann ich euch sehr empfehlen. Gerade wenn ihr trockene Augen habt. Ich habe ja so eine, also bei mir, ich brauche immer sehr viel Pflege um die Augen herum, aber im Gesicht halt nicht. Deshalb brauche ich immer eine sehr reichhaltige Augenpflege, damit das halt passt bei mir, ne? Und die finde ich echt extrem gut. Was ich auch aufgebraucht habe, beziehungsweise was fertig ist, ist einmal mein Akne-Aufsatz von meiner Mia-Bürste. Also die Mia-Bürste, Leute, ich liebe die. Die gibt es ja bei Cure & Body im Shop. Da bekommt ihr halt alle möglichen Tools zum Reinigen fürs Gesicht. Ihr bekommt dort auch diese LED-Lichtmasken und sowas. Und da habe ich ja auch die Maske her, die ich habe, die Lichtmaske. Und da hatte ich halt auch damals so eine Bürste mitgeschickt bekommen, die Mia-Bürste. Und die benutze ich hoch und runter. Die ist genial, also kann ich euch nur empfehlen. Ihr bekommt dort verschiedene Bürstenköpfe für verschiedene Hauteigenschaften, Hautbedürfnisse. Das hier ist zum Beispiel jetzt die Akne-Bürste. Die dreht sich hier einmal in der Mitte, seht ihr das? Und die hat wirklich sehr gut geholfen, meine Haut zu reinigen. Ich finde jedoch diese Akne-Bürste nicht so gut wie diese Originalbürste, die da drauf ist. Da ist noch eine drauf, ich weiß gerade nicht, wie die heißt. Auf jeden Fall hat die solche Gumminoppen einmal außenrum und die finde ich auf jeden Fall besser. Besser wie diese hier. Ich würde mir diese hier nicht nachkaufen, sondern die rosane dann dafür. Ihr bekommt aber hier auch Massageaufsätze und Peelingaufsätze und für Männerhaut gibt es, glaube ich, auch extra eine. Ich weiß, ihr habt eine riesen Auswahl dort. Und jetzt kommt ja auch der Black Friday hier jetzt im November. Ich weiß nicht, wann dieses Video hier online gehen wird. Und da wird es auch wieder Angebote auf der Seite geben. Ich glaube, ich werde euch auch nochmal so ein Video zusammenstellen, wo es welche Angebote von welchen Firmen gibt, mit denen ich zusammenarbeite, damit ihr da halt auch einen Überblick bekommt. Könnt ihr mal schreiben, ob euch das interessiert. Auf jeden Fall haben die dann auch wieder Angebote. Und wenn ihr diese Mia-Bürste haben wollt, schaut dann mal danach, ob da irgendwie was im Angebot ist, weil die ist nicht so günstig, aber die lohnt sich. Jeder Cent lohnt sich. Meine Haut dankt es mir wirklich, weil die Haut so schön gereinigt wird und das kriegst du einfach mit der Hand nicht hin. Das kriegst du nur mit so einer Bürste hin. So, und jetzt habe ich nur noch einmal Ampullen. Und zwar habe ich hier einmal von Barbour die Rescue-Ampulle gemacht. Die fand ich ganz gut. Ich muss sagen, das ist so meine liebste Ampulle von Barbour, diese Rescue-Reihe. Genau, die finde ich gut. Würde ich mir auch nachkaufen. Und dann habe ich einmal die Extreme Lift von Dalton gemacht. Die ist, das ist eine Wunderampulle. Ich sag's euch. Die ist echt gut. Da hat man wirklich sofort ein strafferes Erscheinungsbild irgendwie. Also ich würde schon sagen, das würde ich schon unterschreiben, dass die da wirklich so einen Soforteffekt hat, diese Marine Lift. Auch die Creme davon und so, Leute, das ist richtig gut. Ich habe ja auch schon Pröbchen davon gehabt. Ich hatte die Creme an sich noch nicht, sondern nur eine Probe und die fand ich auch schon richtig gut. Auch die Augencreme, absolut der Hammer. Solltet ihr euch mal angucken. Wie gesagt, da kommt jetzt auch zum Black Friday dann auch nochmal Angebote, da könnt ihr ja dann einfach mal warten bis dahin vielleicht, bis ich wieder einen Code für euch habe, dann könnt ihr euch da eventuell was günstig sichern. Da gibt es ja auch immer Sets und sowas und dann habe ich die Hyaluron-Ampulle gemacht. Diese Hyaluron-Reihe, ich sag's euch, das hat es mir angetan. Das ist für meine Haut wirklich optimal. Also das hier auch, diese Hyaluron-Boost-Ampulle, gibt sofortige Feuchtigkeit im Gesicht. Das Hautbild sieht einfach super aus. Auch eben dieses Hydro-Urea-Serum, was ich hatte, fand ich auch gut, diese Probe. Also ich bin davon total begeistert und das gibt es halt auch extra für trockene Haut in so einem Tiegel nochmal die normale Urea-Creme. Und ich glaube, dass da einige mit trockener Haut begeistert von sein werden, bin ich mir ganz sicher. Ja, also das waren einmal die Ampullis, die ich diesen Monat aufgebraucht habe und ich teile mir die immer auf zweimal ein. Also die benutze ich immer einen Tag und am nächsten Tag nochmal. Gibt auch einen Ampullensprüher bei Dalton, den werde ich mir jetzt auch die Tage mal bestellen. Da könnt ihr dann das reinmachen und dann könnt ihr euch die Ampulle aufsprühen. Das ist ein bisschen besser, wie das halt so rauszuholen. Ich glaube, dass mir das auch gefallen wird, deshalb werde ich mir diesen Ampullensprüher dann auch eben bestellen. So ihr Lieben, das war einmal mein aufgebraucht Video vom Monat Oktober. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video und es war ein bisschen interessant und ihr habt ein paar Produkte kennengelernt oder eben halt für euch irgendwie was gefunden, was ihr gerne mal ausprobieren möchtet oder eben halt nicht. Genau, ich hoffe einfach, dass es interessant war und unterhaltsam für euch. Ich habe jetzt noch die Verlosung hier einmal von der Beauty Box Look Fantastic. Die packe ich einmal für euch, für einen von euch. Ihr solltet auf jeden Fall unten in die Infobox reingucken für weitere Informationen. Seid Abonnent von meinem Kanal, lasst dem Video ein Däumchen nach oben da, ich wollte es gerade umgekehrt sagen, und schreibt den Hashtag aufgebraucht
auch, dann weiß ich, dass ihr teilnehmen wollt, dass ihr im Lostopf seid und kann das dann berücksichtigen. Und der Gewinner wird auch wie immer unter seinem Kommentar benachrichtigt. Ja, genau, das war's gewesen. Ich danke euch. Wie gesagt, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Und ich versuche euch alle Sachen, die ich euch jetzt hier so gesagt habe, wie zum Beispiel die Schuhsohlen, beziehungsweise Fußsohlen und auch hier Poda und sowas euch unten in die Infobox rein zu verlinken, dass ihr die Produkte dann auch findet. Jo, jetzt würde ich mich verabschieden. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, eure Nicole.